Auf die Gasse und so habe ich weniger Lust. Okay, das ist natürlich dann was ganz anderes. Lampe. Mache ich nicht. Das ist natürlich gemein. Als Lilly sich der Villa näherte, hörte sie, wie es laut wurde. Was wurde lauter, Opa? Entsetzliche Heulen, schreckliches Stöhnen und schauerliches Kreischen. Hi. Ihr glaubt, die bedrohliche knarrende Villa sei angsteinflößend? Wartet nur, bis ihr die Monster seht, die darin gefangen sind. Klopf, klopf, klopf. Nein, Lilly, nicht klopfen. Wer wird die Tür öffnen, Opa? Was meint ihr denn damit, Kinder? Das Klopfen kam gar nicht von Lilly. Es kam aus dem Haus. Also wenn es so Geister sind, wir verbrennen sie. Wie gesagt, wir verbrennen sie. Bücher sind böse. Ja.
Schild. Die Bücher sollte ich wohl nicht irgendwie angreifen. Ja. Na komm her. Bin etwas verwirrt. Okay. Ein Schlüssel. Sind schon die Möbel angreifen. Uff. Okay, die Räume kann man sich relativ gut merken. Hey. Hatte ich es ein bisschen zu eilig. Okay, da geht's lang. Oh. Wir müssen einfach zurück. Ich sollte nicht in alles reinrennen. Mehr Leben haben, weil ich gerne in alles rein will. Oh Mann, euch. Oh, es lebte glücklich bis am Ende seiner Tage als der coolste Kämpfer im Land. Was? Auf keinen Fall.
Oh, ich hab euch nur einen Streich gespielt, Kinder. Halten aber auch was aus. Also man kann sie killen, aber gut. Nee, andersrum. Ja, so rum. Nein. Kriegen können und was passiert? Ich fall natürlich runter. Oh, so Schweini. Da ist Schweini auf dem Tablet. Wir haben Schweine umgebracht. Oh. Haben sie davon. Das haben sie davon, dass sie uns Schweine genommen haben. Geht relativ. Aber bei Münzen bin ich irgendwie auch fast wieder. Ich bin kein Münzenfreund. Aber ich brauche die halt nicht so dringend. Das ist eine Verbindung so. Oh.
Halt nur ein bisschen beachten, wo lang sie laufen muss. Hallo Bossi? Ja, das ist kein Boss. Ist auch doof. Vor allem, wieso leben die noch? Ja gut, wir haben, denke ich mal, herzenmäßig mehr als genug. Zumindest nicht mehr. Nicht weniger, als wir nicht brauchen. Mann, rollt das über lange. Der richtige Schlüssel dafür. Okay, hier haben wir noch was und hier haben wir noch was. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir die Rollen wegbekommen. Das kann lustig werden. Ich bin endlich aufgewacht. Hast du Vlad erlöst, kleines Kind? Wundervoll, Vlad ist hungrig und riecht einen Schwarm warmer Wiesen. Nach der Verköstigung wird Vlad eine große Vampirin als Frau finden. Was für eine schöne Zeit, untot zu sein. Was hast du vor? Du magst sich Vlad in den Weg zu stellen. So sei es. Ich erwarte dein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod. Yeah.
haben noch auch. Das war flat. Mit dieser fortschrittlichen wissenschaftlichen Maschine kann Lilly zurück zu einem Leuchtfeuer teleportieren. Was auch immer wir da jetzt bekommen haben. Teleporter. Okay. Jetzt können wir uns also teleportieren. Ja gut. Das ist schon sehr okay. Vor allem für sowas hier. Was? Das ist böse. Ganz schön heftig. Wieder Rätsel. Let's Rätsel time. Tap tap tam da da bam. So, ja, ja gut. Ich verstehe schon. Ich war doof, so. So, hoch, hoch. Ich mag die Bücher nicht. Das ist wie das blöde Memory. Man muss sich jetzt nicht wirklich anstrengen, aber macht es halt leichter. Ein Schmetterling. Das wird wohl erst berichtet. Schild, Schild, Schild. Ach, Schilder. Aha. Schmetterling so oben. Auch noch nicht.
Okay. Brauchen wir eh beide. Also eine Hexenfisch habe ich noch nicht erwartet. Ja.